Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier. Mining und Construction auf der Mining und Construction mit Freezy. Hallo. Ich bin nicht Freezy. Wer bist du denn? Ich bin der Opa von Freezy. Der Opa von Freezy? Ja. Der wurde aber von den Panzern erschossen im Krieg. Das Video war sauer lustig, Alter. Ich musste 6-mal die Stelle gucken, wo du sagst, vor dir ist der Mother. Was? Boom, tot. Und du so, ja. Naja, wie als wenn wir nicht drüber gesprochen hätten, ne? So. Okay. Kam auch sehr gut an, muss ich dazu sagen, das Video. Also, den Leuten hat es wohl gefallen, ja. Was mich sehr, sehr gefreut hat, muss ich auch dazu sagen. Finde ich schön, wenn man doch etwas mehr Arbeit in Videos steckt. Und natürlich ist es nicht ein Video von dem und dem oder dem und dem, die da schnitttechnisch auch vielleicht noch ein paar begabtere Talente haben oder sogar Leute, die das machen. Aber für meine sehr begrenzten Fähigkeiten habe ich halt ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt. Und ist halt schön, wenn es dann auch ankommt. Ja. Ja, das stimmt wohl. Wenn die Leute es mögen. Nee, schön, auf jeden Fall. Ja. Ach ja. Huch. So, jetzt fahren wir aber zuerst zurück in die Stahlmine oder Eisenstahlmine und werden da mal ein bisschen Säul wieder in die Eisenproduktion kippen, dass das Ganze wieder vorangeht hier. So. Genau. Zack. Arbeitsmodus anschalten. Oder aus. Ich werde erstmal tanken fahren, du. Soll ich ja. Hier bei uns an der Hoftankstelle kann ich tanken, ne? Ja. Und. Letztes habe ich doch versucht, da was rauszuholen, das ging nicht. Ja, tanken müsstest du ganz normal können. So, morgen schon wieder Dienstag. Schöne kurze Woche. Das läuft auf jeden Fall. Das ist wohl wahr, aber ich habe Urlaub. Du hast jetzt die ganze Woche Urlaub? Ich habe die ganze Woche Urlaub und sogar Samstag frei. Okay. Ja. Das ist natürlich nicht schlecht. Meine Frau weiß davon aber noch nichts. Was? Ist dein Ernst? Ja. Du hast jetzt die ganze Woche frei und deine Frau weiß davon nichts? Noch nicht, die wird das wahrscheinlich Dienstag erfahren dann. Also du hast doch nicht die Absicht, dir das zu sagen. Nee. Erstmal noch nicht. Weil dann kommt die immer mit, oh, da kommt er hier hin und da und hier und. Oh, ich wollte es gerade sagen, da geht es ja nur darum, dass du nicht irgendwelche Aufgaben kriegst. Alter, das kannst du ja nicht bringen, Alter. Ja, sicher. Warum denn nicht? Das ist krass. Ach, ich bin hier falsch. Ich bin an der Winzerei. Fadi hat schon wieder Durst. Ein Schlückchen hier durchschlürfen. Hast du schon mal so einen richtigen Weinschaschi gesehen, Alter? Nee. Jetzt mal ohne Scheiß. Hast du schon mal so eine Weinverkostung gesehen? Ja, das habe ich schon mal gesehen, ja. Hier so. Ja. Am besten noch so Gurgel. Eigentlich meine Welt, ne? Da glaube ich dir, ey. Ja. Und die spucken das ja weg, ne? Ja, ja, die spucken das dann wieder aus. Na gut, der wird dich halt Schellen verteilen, ne? wenn den guten Wein da wieder ausspuckt, dann wird er gleich erstmal einer auf den Nacken kriegen, ey. Gleich erstmal hier, Junge, wenn du hier das letzte Mal geschlürft haben willst, ne, dann spuck's ruhig nochmal aus. So, ja. Okay, aber was haben wir heute? Dienstag. Und zwar, ja, langes Fixwochenende ist vorbei, Leute. Ich hoffe, bei euch war es ganz chillig, ganz angenehm. Ihr habt den freien Tag natürlich auch genossen. Also den freien Montag. Wir genießen den auch gerade, indem wir aufnehmen. Und, ja, ansonsten... Kann ja nicht tanken. Aber es kann nicht sein, es ist eine Tankstelle. Aber... Ich glaube, der Trigger war mega klein nur. So. Ja.
glaube, das war so ein. Lass dir doch mal anzeigen. War F6 oder sowas, irgendwie. Glaube ich. F5, F6. F5. Aha. So. Gut, ansonsten. Ja, neue Mods, meine lieben Freunde, sind auch in Arbeit. Ihr habt uns ja immer unter die Kommentare auch geschrieben, das wollen wir mal gar nicht in Vergessenheit walten lassen. Ihr habt uns natürlich fleißig und schön in die Kommentare geschrieben. Und diese Mods werden gerade angeschaut und getestet und dann hier direkt auf dem Server. Na? Genau so schaut's aus. Ja. Hat jedenfalls Füße gesagt. Ja. Nein, Spaß. Ja, so sieht's aus. Genau, und dann haben wir hier wieder ein paar neue Mods am Start. Und dann schauen wir mal, was wir da so Schönes dabei haben. Übrigens, die Modpacks, oder beziehungsweise das Modpack ist aktualisiert worden. Es ist jetzt mittlerweile nicht nur das Animes-Projekt drin, sondern eben auch das Forst-Projekt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das Forst-Projekt. Also Animes und Forst jetzt im Modpack enthalten. Links unten in der Videobeschreibung. Fehlt in dem Sinne noch Mining und Nostalgie. Müssen wir mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Ja. Schau mal einfach. Nur noch Mining und Nostalgie? Mining und Nostalgie fehlt noch. Ja, wenn ich diese Modpacks jemandem geben kann, dann kann ich jemanden beauftragen. Ja. Sicherlich. Sicher, sicher. So. Okay, dann wollen wir hier erstmal ganz schön viel Säule. Bräuchten auch hier für die Mine irgendwann mal so einen richtig krassen Radlader. Das sieht ja schon alles ganz gut aus, aber... Was hast du denn heute noch vor? Heute? Ja. Nichts geplant. Also zum Aufnahmetag Montag? Nichts geplant. Abends auf jeden Fall Couch, weil da lag ich noch nicht einmal. Die gesamte letzte Woche. Weil gestern Abend waren wir ja beim Geburtstag gewesen und dann war ich ja hier bei unserem Teichfest da. Ja. Und ja. War ich auch mit einem Kumpel zusammen, ne? Der hat mich dann abgeholt, hat gesagt, hier, ich kann fahren. Ich war am Samstagabend fort und naja. Ja, Spaß, die hält aber auch extra das Mikrofon so richtig. Der tut sie extra wahrscheinlich draufstellen aufs Mikrofon. Weißt du, kannst du dir richtig vorstellen, wie so mit der Monsterdose vorm Mikrofon und dann so die Zunge schon draußen und so. Weißt du wie? Ja. Naja, der hat mich abgeholt, hat gesagt, nee, er will nichts trinken und so und ja. Ich sag, okay. Haben wir noch zwei andere eingeladen und dann sind wir halt hingefahren zum Teichfest. Ja, und dann so halb zwei hat er gesagt, ob ich noch lange bleiben will. Ich so, nö, ich sag, wegen mir, also ja, brennt ja eh nichts mehr an, war zwar noch echt viel los, aber naja, alle, die ich treffen wollte, habe ich getroffen. Ah, oh, war auch zu krass, ne? Alter. Ach, schade, ich weiß nicht, wie er heißt. Na, Kollege, ich weiß nicht, wie er heißt. Kam jemand vorbeigelaufen, ne? Ja. Und hat mich schon so angegrinst von der Seite. So im Dingsen. Hat er aber nichts gesagt. Ich wusste nicht, wer es ist. Also, so vom Gesicht her und alles. Ich dachte, ja gut, vielleicht hier, keine Ahnung, kennst du halt. Ne, wie es halt auf dem Dorf so ist. Und ja, naja. Ein Zuschauer. Ja, hat er den Witz was ausgegeben? Nee, wir hatten uns nur kurz unterhalten und alles. War dann doch sehr verwundert, dass ich nur in dem Sinne 2 Kilometer neben ihm wohne. Und konnte es gar nicht fassen in dem Sinne. Ich sage, ja, ruhig bleiben, alles cool, Mann. Nicht hyperventilieren, also ja. Nicht alles normal. Nee, aber echt, also, oh, es ist immer so ungewohnt. Und naja, aber war total netter und ja, haben uns dann an dem Abend auch nochmal ein paar Mal über den Weg gelaufen. Und war ganz chillig. Ja, eigentlich hätte man mal anstoßen können, ne?
Manni und Günni feiern da hart, hat er gesagt. Das feiern irgendwie alle. Ja. Manni also, und Günni wird hart gefeiert. Ja. Wenn irgendjemand spricht nur über Forst, das vor euer Forstprojekt hat, ist der Hammer. Ja. Naja. Und so sieht's aus. Ja, dann ach, wird's schön. Alles ganz chillig. Deswegen bin ich heute Abend auf die Couch. Heute okay. Abend ja, auf die Couch. Mal Film gucken, einfach ein bisschen entspannen. Auch eher ins Bett. Ich hatte gestern Abend nochmal für 2 Stunden Stream angehabt. Ja. Ah, oh, ging mir die Leute auf den Sack, ey. Wegen weil? Ja, hat der Tino jetzt endlich mit dem ETS da fertig bekommen? Ich will den Mega-Konvoi da fahren. Weißt du da was riesig? So, keine Ahnung. Ach, schön. Ich freue mich da aber riesig, ey, dass die Leute da ja. so mitmachen wollen. Ja, aber wie gesagt, ETS läuft ja wieder. Ist ja alles chillig. Ich habe meine Profile auch wieder. Passt alles. Und ich denke, dass ich Mittwoch den Konvoi fahre. Im Livestream. Ach so, schön. Mhm. Denke, dass ich mitfahren werde. Kannst vergessen. Ich habe ETS schon mal installiert. Nee, du wirst wieder nur Fame abgreifen. Vergiss es. Nein. Du jetzt siehst, dass ein paar Leute mitfahren wollen. Nee, ich will nicht mitfahren. Ich mach Chat. Das wäre echt lieb, weil das ist halt wirklich im LKW-Fahren immer sehr, sehr bescheiden. Ja, das weiß ich. Nee, viele haben gefragt, ob ich mitfahre, aber Leute, echt, ich habe echt keine Lust auf ETS im Moment. Also. Ist ein cooles Game, will das nicht schlecht reden, das wird bestimmt auch irgendwann mal wieder kommen, aber im Moment, ich weiß nicht. Keine Motivation dafür, ne? Ist auch okay. Das ist ja auch okay. So. So. War noch mal ein bisschen Tailings verkaufen. Ja. Danach hole ich noch ein bisschen Wasser für oben die Steinproduktion für den Gardenstone. Dann gehe ich auch nochmal Asphalt vertickern. Also eigentlich, wenn du dir noch was gönnen willst, dann schon mal. Nee. Ich weiß auch noch nicht so richtig. Mal auf die Mods warten. Ja. Ja, da kommt ein richtig, wenn der funktioniert, kommt dann richtig geiler. Zum Abfahren, so ein Dumper, den ich dir gezeigt habe. Ach so, ja. Der ist echt krass. Ich meine, mal gucken, es ist auch noch eine Wechselbrücke. Also eine AR ist jetzt auch noch auf dem Modhub neu. Der sah sehr, sehr gut aus, aber auch sehr, sehr gut bewertet. Der würde mir echt noch gefallen hier drinnen. Den könnten wir einfach so mal mit reinschieben, den bräuchte man nicht testen. Ja, das stimmt, wenn er auf Modhub ist, dann. Ich finde das nur halt schade, dass die meisten Mods, sowas wie hier Cat oder sowas, auf so Russenseiten nur existieren. Und da sind meistens immer die fatalen Fehler drin. Mhm. Wahrscheinlich mich mega geärgert. Ich hatte von der Russenseite so ein Deutz, wollte ich mit draufnehmen bei meinem Hof-Bergmann-Projekt. Ich lade das Ding hoch, wir spielen, ich kaufe den Deutz, um einmal kurz zum Testen. Spiel schmiert ab, bam. Server down, starte Server. Safe Game gelöscht, weg. Null. Ja. Das ist ja aber gleich das komplette Programm, Alter. Ja, und ich denke mir, das darf doch nicht wahr sein. Ja, saß ich mit Buddha hier, wir haben versucht und gemacht und getan, aber. Buddha habe ich auch noch nie gequatscht. Können wir nochmal von vorne machen dann. Mit Buddha habe ich auch noch nie gequatscht. Wie ist das so drauf? Ja, ganz chillig drauf eigentlich. Also, der ist umgänglich, sag ich mal. Okay. Ja, alles unmöglich. Das geht schon mit dem. Immer da, ne? Ja, ja. Ja, der hat leider wegen Krankheit, kann er nicht so. Okay. So arbeiten, dann irgendwas mit der Bandscheibe und. Volkskrankheit Rücken. Oh, du. Manus. Wollte ich hier den übelsten. Ja, alles klar. Wollte ich hier den übelsten Specialized Umlenker machen. Und hab so gedacht, hey, komm hier, jetzt haust du die ETS-Skills raus. Aber das hat dann doch so gut geklappt. Eigentlich muss ich auch hier rückwärts rangen, deswegen wäre das mit dem Umlenken total bescheuert. Naja, es ist. Ich will jetzt mal wieder zeigen, wie man es nicht macht.
So. Holfer die Holfer mit dem LKW hier. Was? Nein, will ich nicht. So. Okay. Wegen mir? Warte mal, was produziert mit dieser Sand? Gravel Iron? Jetzt will ich mal ganz kurz vor zum Stahl schauen. Oh yeah. Sehr gut. Na, na, na. Einmal. Ist die voll? Ja. Okay. Ich glaube, heute Abend gibt es bei uns Chinesisch, ey. Das wird richtig spannend. Boah, hätte ich auch Bock drauf, ey. I love it. Wir gehen hier drauf. Ich glaube, hier geht noch eine Reihe drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, dann aber, meine lieben Freunde, wir wünschen euch einen wunderschönen Dienstag noch. Ne? Chillt noch ein bisschen und ja, die Woche ist ja schon wieder. Morgen ist schon wieder Bergfest. Deswegen immer schön Kopf hoch und ja, habt einen schönen Tag. Bis dahin, lasst das Däumchen da, da würdet ihr uns ein bisschen unterstützen. Schaut bei Füßi vorbei, der steht in der Videobeschreibung. Bis dahin, ciao. Tschüss.